Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Hallo. Schlafen wir erst schlafen. Ein bisschen. Ja. Halt das vor die falsche Taste. Speichern und dann schlafen. So, das heißt, wenn wir hungrig aufwachen? Jawohl. Ah ja, richtig hungrig, der Typ. Ach, so, jetzt brauche ich erstmal wieder einen Vogel. Ich überlege gerade, ob ich ehrlich einfach mal hier wieder was esse, weil wir haben jetzt echt relativ viel gejagt. Sogar. Also ich habe oft mal Hasen oder so bekommen. Ich esse jetzt einfach mal Hasen. Ach, ich kann nicht. Oh, der war ein bisschen vertrocknet. Ich muss gleich was trinken, weil sonst verliere ich Leben. Alter, das war knapp. Oh ja, da musst du manchmal. Also manche, die richtig schwarz sind, musst du echt aufpassen, ne? Ja. Ja, aber das verstehe ich ja nicht, weil Luft getrocknet, kann man nicht genug Luft trocknen, oder? Ja, ich weiß nicht. Irgendwann mal wird das, glaube ich, schon gammelig, oder? Ich kann mich da nicht so aus. Ich bin kein Jäger und kein Koch. Ja, gut. Also, ja, also solange man es ja eigentlich nicht in Salz oder was einlegt, wird es wahrscheinlich schon irgendwann mal. Ja, obwohl ist das so Trockenfleisch, das ist, glaube ich, schon lang haltbar. Das haben ja Leute so im Mittelalter eigentlich schon lange gelagert, hätte ich gesagt. Würdest du Fleisch essen, wo draufsteht, so. Ah, Jahrgang 1943 oder so. Frisch getrocknet aus dem Keller oder so. Wie beim Wein, oder? Ja, genau, deswegen meine ich. Wäh. Hast du ein paar extra Proteine, wenn die ganzen Maden drin sind? Bäh. Du bist ekelhaft. und denk dran, lass mich dieses Pavillon fertigstellen. Ja, genau. Ah, aber jetzt sind die ganzen Sticks ganz praktisch, weil ich jetzt für diesen Turm so viel gebraucht habe. Wir haben es jetzt doch geschafft, letzte Folge die Mauer fertig zu kriegen. Ja, das ist geil. Das ist richtig gut. Ne, ich hol den Wagen hierher und ich hab Bock drauf, dahinter zu latschen. Dann da runter, rechts und hier links und dann da wieder ein bisschen abbiegen und perfekt. So. Aber das macht richtig Spaß, einfach wenn das so schnell geht, einfach wenn da was vorangeht. Wenn das einfach flutscht. Einfach immer die Wagen voll, Wagen voll, Wagen voll. Das ist richtig Hammer. Und nicht 2 Stunden lang da rumtun, weil du keine Ausdauer hast. Ja, genau, wenn die Ausdauer nicht runtergeht. Oh, Alter. Und hier haben wir schon Luxusprobleme, wo du denkst, ah, wieder ein Baumstamm zu viel, was mache ich mit dem? Aber eigentlich, die Lagerordnung ist eigentlich total bescheuert, ne? An dem Wagen irgendwie. Da könnte ruhig noch dieser eine Baumstamm hier rein, eigentlich so ein bisschen. So, die Sticks sind schon mal voll. Ach nee, nicht schon wieder. Na. Alter, jetzt reißt es euch doch mal. Ich weiß nicht, aber irgendwie, die seit neuesten irgendwie nimmt die Orken den Schaden, wenn sie das so dagegen haben. Also nicht sofort, sondern die hält echt was aus. Oh nein! Okay, einer ist dead. So, die eine ist auch gleich tot. Haben wir noch das Lagerfeuer hier? Ah ne, das wird kaputt gegangen sein, ne? Ich weiß nicht. Ja, das wird kaputt sein. Das wäre ganz praktisch, wenn man eigentlich... Warte, ich baue hier unten mal eins. Ja, was ist hier? Achso, baust du unten eins, oder wie? Ach, scheiße, ja, ich bin mit 2 Sticks. Du kannst auch oben eins bauen, aber das ist eigentlich... Ist ja wurscht, wenn wir da mehrere haben. Wo
bist du denn noch da? Ja, nee. So. Aber die Knochen bräuchte ich mal, weil ich habe schon 3 Rüstung verloren. Ah ja, dann nimmst du. Hallo, also den Turm, den schaffen wir auch Lockhost in dieser Folge. Ja, ich ziehe erst gesagt, nicht, dass jetzt so ein fetter Mutantenangriff kommt. In der Theorie müssen wir es schaffen, von der Zeit her, wenn wir uns jetzt nur darauf konzentrieren, ja. Also Vögel fangen ist echt ein Klaus. Stirb einfach! Stirb, Kartoffel. Wahnsinn. Oh, ein Vogel ist gerade ins Feuer. So. Hat's aber überlebt. Komischer Vogel. Interesting, interesting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3 Knochen bräuchte ich noch. Oh nein. Naja. Ich höre da noch eigentlich. Ja, ich sehe da ganz viele Eingeborene. Oh. Ich sehe auch welche. Oh, das war. Oh, das war nicht so hoch. Jawohl. Headshot. So, der eine burnt schon mal vor sich hin. Burn, burn, burn. Motherfucker. Ich finde es schade, dass das irgendwie verbuggt ist, sodass das nicht genau richtig funktioniert, dass du die Leichen mit dem Ding transportieren kannst. Ja, aber es wird ja irgendwie angezeigt. Genau, wollten es reinmachen, es wurde angezeigt. Ich glaube, einmal hatten wir es schon drin irgendwo. Einmal hatten wir es schon probiert. Aber irgendwie... Na, schade irgendwie. Schade, schade, ja. Ja, also das könnten sie noch verbessern, auch wenn sie schon im zweiten Teil arbeiten. Aber man muss sagen, Forest wird immer noch relativ aktiv gespielt, obwohl es ja schon relativ alt ist. Ja. Also wenn man so die Steam-Statistiken reinschaut, denke ich mir öfter so, wow, krass. Spielen durchschnittlich, glaube ich, immer noch so 5000 Leute, also das, da kommen manche Spiele nicht mit. Also, überhaupt nicht. Man denkt, die sind ein bisschen bekannter oder sowas. Gar nicht. So. Fangen wir hinten an und arbeiten uns dann vor. Das ist krass, also die Bäume, also die haben wir schon gut verdrängt. Was haben wir verdrängt? Die Bäume. Ach so, so meinst du ja. Aber ich bin fast irgendwie stolz drauf, dass wir bis jetzt noch nicht nachgewachsen haben. Lassen. Ja. Nachwachsen lassen haben. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, irgendwie schon, weil es ist halt realistischer. Beziehungsweise, dass sie nicht so schnell nachwachsen. Mich nerven gerade zwar die ganzen Baumstumpfen. Die müssen wir aber lassen, falls wir es mal nachwachsen lassen wollen. Ja. Aber eigentlich glaube ich es fast nicht. Aber was mich halt wundert, was ist mit den ganzen kleinen Bäumen? Das irritiert mich. Ja, die da oben lassen, ja. Ja, wachsen. Ich frage mich, wächst es doch irgendwie nach, aber halt sau langsam? Irgendwie? Oder das ist halt, Glück sagt, ein größerer Strauch. Genau, aber das wäre dann scheiße, weil dann könnten sie gleich einen ganzen Baum wieder raushauen. Weil eigentlich dachte ich eher, dass du da so gesagt die Lichtung dann hast. Der ist auch bald fertig, also. Ja, das geht. Hat sich gut. Nee, es war echt eine gute Entscheidung, erstmal die Motorsäge finden und dann erstmal so diese Bauprojekte nochmal an. Ja, stell mir mal vor, das hätten wir gar nicht durchgezogen. Das alles zu machen, bevor. Ja, also mit der Axt hätte es Ewigkeiten gedauert, nee, vor allem ist noch ein Dynamit und sowas. Keine Chance. Da wären wir wahrscheinlich jetzt noch bei den Beeten. Nee, ich sag, dass wir immer noch bei den Regalen wären. Oh ja.
Vielleicht wären wir jetzt zu langsam fertig mit den Regalen, aber. So, die bringe ich mal da hoch, weil da oben auch noch zwei sind. Müssen wir aufpassen, aber können wir noch was rumbauen. Pass jetzt ein bisschen auf, ne, weil... Ja, ich hab's schon geschaut. Also, was war das? 10 Baumstämme fehlen, glaube ich, jetzt noch. Also eine Wagenladung. Hast du jetzt alle Baumstämme oder das liegen noch hier rum? Da liegen noch 4 Stück. Perfekt, dann nehme ich die. Oh nein, es fehlen genau 4 Stück fehlen jetzt. Der ist doch perfekt, oder? Eigentlich schon, oder? Wie abgezählt hier. Wart mal kurz, dann darfst du fertig machen. Ich fahr den Wagen ein bisschen auf die Seite. Ich fahr den Wagen ein bisschen auf die Seite. So. So. Bäh. Kommen Sie her, mein Freund. I'm coming. Jetzt bin ich gespannt, den Erfolg. Ist ja nicht PlayStation hier. Keine Trophäen. Ich komme. Nö, hab nichts bekommen. Ernsthaft? Was ist das halt eigentlich? Muss eigentlich hier sein. Lol, sag jetzt nicht, das ist auf der. Hä? Halt, das Seil müssen wir noch bauen. Wir Vollidioten. Das ist doch gar nicht automatisch dran. Ach so, ja. Echt? Ah ja, doch. Oh Mann, ey. Was mache ich jetzt? Wo fahre ich eigentlich hin? Wo fahre ich eigentlich hin? So. Ja, ich fand das so verwirrend. Ich guck extra nach, Alter. Ja, dann hau ich mal da dieses halt hin, warte. Aber die Öffnung ist hoffentlich auf der richtigen Seite. Das, ja, doch. Das habe ich eigentlich geguckt. Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass man das komplett umständlich da irgendwie. So. Hast du ein Seil? Ich habe kein. Da, jetzt habe ich den Seil. Ja, perfekt. Ich guck mal hoch. Jo, komm mit. Cool. Geil, unser Garten. Ja. Echt? Fast stolz drauf. Einwandfrei. Alter, wie groß das schon ist. Ah. Das sieht echt wie langsam wie so eine Burg aus. Oder so. Eigentlich so schon, ja. Wie so eine kleine Burg. Mauerabschnitte, ja. Und sowas. Das Blöck sagt jetzt bei jedem Tor. So richtig einen zweiten Ring außenrum. Alter, das wäre so übel eigentlich. Einmal komplett aus. Alter, das wäre so viel Arbeit. Das ging nicht. Hey, da hinten ist ein Eingeborener. Ja, warte, dann können wir hier oben gleich wieder die ganzen Dinge bauen. Die Lichter, ja. Oh, da hinten. Alter, von hier kannst du dich voll gut verteidigen. Da kommt gerade einer angelaufen. Moment, wie haben wir das da hinten? Ach genau, wir haben die ja so gebaut, glaube ich. Nein, jetzt hat er sich bewegt. Arsch. Bleib halt stehen. Oh, ich hab ihn. Einer ist dead. Können wir uns wieder Knochen holen. Das haben wir so gebaut, glaube ich, oder? Das drei so Dinger? Ne, wie haben wir das gemacht? Ich weiß nicht, das hast du gebaut. Ich glaube irgendwie Gott, so, eins, ja. 1, 2, 3. Obwohl, ne, mach mal 4 Lampen. 4 Lampe. Obwohl, 1, 2, 3. Ich gehe mal runter und hol mal die Leiche, die ich gerade. Ich habe gerade von oben wieder einen erwischt. Meine Pfeile? So. So. Jetzt wollten wir ja da hinten. Haben wir eigentlich was reingelegt? Nö, haben wir nicht. Oder die haben es kaputt gemacht. Da hinten wollten wir den Hasenkäfig, ne? Ich baue mal den Hasenkäfig, den kleinen. Ach ja, Hasenkäfig.
Stimmt, wir wollten noch die Hasen umlagern. Ich weiß nicht, ob ich so hinmache. Willst du es so haben? Also so? Oder willst du es lieber so haben? Das ging auch. Oder dann beide. So zwei nebeneinander? Oder zwei nebeneinander. Oder willst du halt nur eins reinhauen und das dann halt ganz geschmeidig, so leicht, vielleicht so einfach so ein bisschen schräg, so gechillt. Wie willst du es haben? Ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt mehrere Hasenkäfige brauchen, nee, ist sehr unwahrscheinlich. Eben, deswegen dachte ich eigentlich nur eins. Irgendwann wollen wir die Hasen mal verwerten. Gut, dann mache ich nur eins so schön gemütlich rein, oder? Ja, genau. Man kann ja dann... kann man da irgendwas schön machen um diesen Hasenkäfig? An Hasenfell rumlegen. Nee. Oh ja. Das wäre schon so eine Feuerstelle. Alter, das wäre es hier so in die Ecke, dass so eine Feuerstelle reinbasteln. Also, flupp. Oder ein Stuhl hier so. Vergechillt in der Ecke so. Alter, gehen wir ganz in die Ecke rein, Alter. Wie krank das ausschaut eigentlich. Ich muss gar nicht, dass es so tief ausschaut. Krass, ja. Geil. Geil, du Matos. Wie weit ist da hinten? Boah. Ja, so, man kann ja so einen Beistelltisch. Was, aber auch Baumstämme? Ja, eine Bank könnte man da hin machen, du hast recht. Da können wir die Hasen mal beobachten. Die Couch. Ja, da, es gibt eine Couch. Ja, guck. Ich kann das nicht mehr abreißen. So, guck, wie. Ja, Mann, voll geil. Was braucht man denn da für ein Fell? Was? 7 Rehfälle? Ja, das geht schon. Das kriegen wir hin. Dann, pass auf. Machen wir es so? So ganz gemütlich? Oder vielleicht. Oder wollen wir einfach nur so eine relativ einfache Holzbank einfach hinstellen? Ja, können wir auch. Und die Couch eher für unser Haushäuschen? Ja, da hast vielleicht recht. Oder so zwei Stühle einfach nur nebeneinander oder sowas. Was gäb's denn da noch alles? Oder Glück gesagt irgendwie. Obwohl das so mit diesen Bänken könnten wir oben so ein Lagerfeuer rummachen. Also, guck so. Nee, das macht man eher über Stimmt, das können wir beim ganz. Stimmt, das hätten wir eigentlich mal machen können. Bei unserem Lagerfeuer. Ja, oder boah, so ein Stuhl. Knochenstuhl. Naja, gut, 31 Knochen. Ja, Knochenstuhl bitte nicht, weil wir haben eh so wenig. Die Holzbank, wenn dann. Ja, entweder Tisch. Oder so einen normalen Stuhl. Naja, da braucht man halt nur zwei Rehdinger, aber besser wie nothing, I would say so. Ja, ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht genau wie, ne? Also bin mir gerade gar nicht so sicher. Nicht ein. Weil ich glaube, beide wollen dann nicht gegen die Wand gucken, ne? Also eher so in den Garten rein, also vielleicht, dass einer so da hockt. Dann der da mal weg. Genau. Ja, ein bisschen. Müssen ein bisschen passender sein. Und zwar. Warte, wenn ich. Ja, in die falsche Richtung drehen, das ist immer gut. So. Und dann da, so gesagt, ist Hasenkäflich rein. So, und da draußen haben wir noch einen Grill. Sehr schön. So. Der Grill. Direkt neben Hasenkäfig Grill. Und dann können sie zugucken, wie wir so einen von ihren Kumpanen. Und daneben eben dieses Trockengestell und hängen Hasen trocken auf. Oder das Fell irgendwo hinhängt und direkt daneben. Ja, machen wir das so. Sollen wir das so lassen, so wie es ist? Ja, why not? Und dann kann man ja da im Hintergrund noch mal so eine Lampe hinstellen und sowas. Schauen, wie es ausschaut, schauen wir mal. Das können wir machen, ne? Muss mal irgendwie. Also hinterm Stuhl oder. Nee, oder vielleicht eher in die Ecke da hinten. Oder vielleicht so ein stehendes Feuer? Oder magst du eine Schädellampe?
Ja, ich weiß nicht, stehende Feuer geht halt immer wieder aus. Aber gut, wir können es. Das wird, soll ja, muss ja gar nicht dauerhaft brennen, der Ecke, oder? Ne, das war so blöd gesagt, irgendwie ist hier so und dann. Genau, das machen wir so. Wenn man sich so drauf hockt, dann zieht man ein bisschen was. Ja. Was brauchen wir jetzt eigentlich gerade? Gar nichts. Ne? Eigentlich, das ist, unser Bauprojekt ist eigentlich fast vollendet. Ich baue jetzt da noch die Wege schnell neu. Mhm. Warte. Oh, deine. Ja, jetzt müssen wir halt noch schnell ein bisschen pflanzen und sowas. Freies Bauen. Ah, da. So. Ich tue überall mal ein bisschen was rein. Ach, scheiße, das wollte ich nicht. Verkehrt gebaut. Halt, stopp. Ich mag das abreißen. Nicht bauen. Oh nein. Ich krieg das nicht weg. Kriegst du das weg? Ah, da. Ja. Hab's. Passt. Achso. So. Ach, ist dunkel. Man muss vielleicht kurz schlafen. Oder ja, kannst du im Dunkeln besser bauen, den Weg? Das sieht man, glaube ich, ganz gut in der Nacht, ne? Hey, wie hat das immer geklappt? Das hat doch immer funktioniert, oder bin ich jetzt doof? Ach, Gott. Verstehe ich jetzt nicht, das ging doch mal. Hä, hey, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Das, man konnte das doch mal. Das muss ich jetzt kurz ausrühren. Ach, das muss länger sein. Ja, das muss länger sein jetzt. Verstehe ich. Lass uns mal schlafen. Das muss in unser Schlafrhythmus wieder. Ja, gleich. Sofort. Ich muss da raus. Dann drücke ich da nochmal C. Na, ich komme jetzt ins Bett. Ach, da hast du auch gleich zwei Lichter beim Tor gemacht. Sehr schön. Nee, habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe es vor, gleich zu machen. Ah ne, das war das alte Tor. Ja, stimmt. Das haben wir ja schon. Ja, aber weil ich nichts gesehen habe, darum möchte ich jetzt schlafen. Speichern erstmal und schlafen. So. Boah, Alter, wenn das Feuer jetzt angegangen wäre, wäre ich voll drüber gelaufen. Es wären zwei Vögel gut. Damit habe ich denn nicht noch ein... dieses Echsenhaut. Nix Fleisch habe ich. So, jetzt aber. Dann ich brauche einen Vogel. Ach, das klappt nicht. Scheiße. Ja, das ist doch sehr nah, das ist richtig blöd eigentlich, aber es geht nicht anders. Da kann man, denke ich, schon ein bisschen mehr machen. Ich bin so gespannt, ob wir beim zweiten Forest-Teil auch so viel Zeit investieren, ob es uns auch so bockt. Ich weiß nicht, weil das ist ja eigentlich... Weil es ja ganz ein bisschen anders sein soll eigentlich. Ja. Und darum bin ich echt gespannt, ob das uns auch so hookt. Da bin ich auch gespannt. Weil, sag mal, blöd gesagt, das hat wieder sehr schön ausgeschaut. Von der Grafik her. Ja, von des Jahr, aber man hat ja noch nicht viel gesehen, oder? Oder hast du da viel gesehen? Ja, also man hat halt gesehen, dass es noch Mutanten gibt und so. Das war's eigentlich auch schon. So, es gibt's doch nicht. Jetzt habe ich keine Schädel mehr. Ist der Vogel reingeflogen? So, du kannst den Weg eigentlich bauen. Komm, jetzt bau ihn. Nein, ich möchte nicht aufheben. Komm schon, bau halt den Scheiß. Also diese Kleinsteine, die nerven irgendwie. Ja, die sind so unnötig wie... Wie Sondermeer. Ja, genau. Na gut, so unnötig ist Sondermeer gar nicht.
Oh, das wäre ein Vogel. Ja, der war nicht schlecht. Oh, jetzt kommen wir die. Oh, mir kommen gerade die Tränen. Oh Mann. Oh, der war. Das war eigentlich voll aus Versehen. Das war, weil ich immer diese moderne Axt auf eins hatte und dann immer ja. Mit modernen Axt immer so gesagt, die Vögel wollte und jetzt hatte ich, habe ich die Motorsäge auf eins gesagt und hey, das ist ein Vogel. Und das war jetzt herrlich. Hammer. Oh, Hammer. Oh, ich muss mal kurz meine Augen trocknen. Ja. Oh, das war jetzt ein schöner Abschluss, finde ich. Ach, die Folge ist schon vorbei? Ja, gleich, ja. Ah ja, tatsächlich. Das andere war überlänger, da könnten wir uns überlegen jetzt. Ja. Ach, da ist ein Vogel im Vogelnest. Ach, wie hübsch. Ist wirklich da oben drauf gelandet. Oh. Irgendjemand greift irgendwas an bei uns. Irgendeine Mauer oder sowas. Der traut sich. Ich hör's nur, aber ich weiß nicht wo. Oh, ey. War jetzt herrlich. So, Wege sind auch für dich, oder wie? Ne, noch nicht ganz. Ja, weil man halt nur so 5 so Steine tragen kann. Wie du die hinterher und die ganze Zeit bong 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 fällt einer runter. Herrlich. Oh, perfekt. Einwandfrei. Oh, das sieht richtig geil aus. Oh, geil. Das nenne ich einen Garten. Das war doch eine schöne Idee von mir, dieser Garten. Hey, da waren Spinne und dann. Die Frage ist jetzt, weil wir hier so neben dem Turm haben wir ja nochmal 2 Freiflächen. Ich habe auch überlegt, ob ich da diese riesen Feuerdinger hinmache. Hatte ich überlegt. Ja, genau. Da hast du diese großen Feuer. Und. Nee. Garten jetzt, glaube ich. Sollen wir das jetzt eigentlich. Sollen wir dann hier mal so Treppen hinmachen oder lassen wir das so? Ach, das überlege ich mir noch. Das können wir noch irgendwann im Laufe des Spiels machen, aber. Schauen wir mal blaupausenmäßig. Wie schaut das denn aus? Von der Größe her wird es perfekt reinpassen, von der Breite her. Eigentlich schon, aber ich weiß nicht, wie hell und wie groß das Zeug ist, ne? Ja gut, aber wenn es relativ hell ist, dann wäre halt der Garten, glaube ich, gut beleuchtet. Das glaube ich eben auch, das wäre auch ganz nice. Aber ich dachte, das erstmal ausprobieren irgendwo unten am Strand, vielleicht bei dem SOS-Signal. Das hätte ganz geil aus. Stimmt, das könnte man machen, ja. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Aber es generell, es würde irgendwie Schuhe reinpacken. Generell, ja. Wir können es mal. Wie lange es halt brennt, also wenn man es ganz anzünden muss, das Ding, ja. Dann ist alles. Wir können es uns mal auch. Aber wir haben es eigentlich noch nie gebaut, oder? Nee, das ist neu. Das habe ich vorhin, als du es gesagt hast, das volle Feuer, Lichtfeuer oder wie auch immer, da dachte ich mir, was? Und habe geguckt und das war noch gar nicht drin. Ich weiß nicht, seit wann das drin ist, keine Ahnung. Ich glaube, das war schon immer drin. Wir haben es halt noch nie gebaut irgendwie. Ja, ich habe nicht mehr die Blaupause gehabt. Ich glaube, ganz am Anfang nicht. In der ersten Staffel gab es das nicht. Dann muss ich mal nachgucken, das interessiert mich jetzt. Aber was ich auch überlegt habe, ob wir uns hier einfach mal so gesagt so. Oder so gemütliche Ecke reinbauen. Ja, das meine ich gar nicht, sondern vielleicht hier die Zielscheiben von dem Bogen und so. Ach so. Können wir auch so machen oder so. Können wir von hier aus auf die Bogen schießen und so. Mal überlegen. Ja, ich glaube, da überlegen wir mal noch ein bisschen und dann auch genauso, wie was wir jetzt in die Felder reintun, weil die ganzen Felder in der Mitte sind jetzt alle mit blauen Beeren. Und außenrum wollten wir eigentlich Aloe Vera und das andere Zeug, glaube ich, ne? Achso, ja, ich habe jetzt einfach mal Glück gesagt, nee, das Ding irgendwas reingehauen. Also hier ist nichts drin und da ist auch nichts drin. Da ist einer was drin. Na, da ist dann auch was drin. In der Luft. Nicht schlecht. Naja, gut. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und
Spüren du bist mich mal. Gerade ganz komisch aus, Gottes Willen. Sieht auch so komisch aus bei dir? Naja, ja, ist eigentlich relativ normal. Ich weiß nicht, was du meinst genau. Ah, jetzt. Na, ist wieder normal. Okay. Gut, also dann, vielen Dank fürs Zugucken. Danke fürs Zuschauen und. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.